Ein herzliches Willkommen auf meinem Makita-Kanal. Die Farbe ist ähnlich, aber die Marke ist nicht die gleiche. Hier ist Gardena drauf und eigentlich auch Gardena drin. Aber ich habe das Problem, dass ich einfach mal zu viele Makita-Akkus habe und ich möchte mir nicht irgendwelche Akkus anderer Hersteller ständig zulegen und da ein Gerät und dort ein Gerät und dann hast du 5 Ladegeräte, 3 verschiedene Akkutypen und was weiß ich nicht alles. Aber ich möchte gerne diese Gartenpumpe verwenden. Und zwar also diese Regenfasspumpe. Und zwar eigentlich möchte ich damit das Wasser des Swimmingpools durch die Poolheizung jagen. Die Poolheizung ist eine selbstgebaute Heizung, schwarzer Schlauch, Sonne drauf und das Wasser wird erwärmt. Und ich möchte ganz gerne so eine Akkuladung durch die Poolheizung jagen, sodass das Poolwasser noch ein bisschen schneller erwärmt wird, als es sonst schon warm ist. Aber das geht halt nur mit einem Akku hier. Ich stehe auf Akkus. Das einzige Kabel, was hier dran ist, ist das Kabel zur Akkubox. Aber hier kann man reinbauen ein Gardena, weiß ich nicht, wie das heißt, Gardena 18 Volt Lithium-Ionen-Akku. Nur aus bekannten Gründen möchte ich das eben nicht machen. Und deswegen habe ich mir gedacht, versuche ich diesen Akku irgendwie da reinzukriegen. Und zwar mein Makita-Akku. Damit es irgendwie da reingeht, muss natürlich die Gardena-Halterung raus und entweder die oder irgendwie die Halterung hier rein, so dass das Ganze mit einem Makita-Akku funktioniert. Die Box ist hier nicht wasserdicht, aber man kann sie irgendwie am Rand des Pools mit aufhängen oder am Rand der Regentonne draußen mit draufhängen, dass das Akku zumindest in der Nähe ist. Ja, und dann so wie ich es bei den, also nicht genauso, aber so ähnlich wie ich es bei den Geräten gemacht habe von Ryobi, wo es halt einen Adapter gibt für die Makita-Akkus. Hier wird es, also ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht geguckt, ob es wirklich einen Adapter dafür gibt, aber selbst wenn es einen Adapter gäbe, wäre das wahrscheinlich ein bisschen zu eng für dieses Makita-Akku. Ich möchte das gerne in diese Box bekommen. Und nachdem ich ja jetzt eine schöne Heißklebepistole habe, mit Makita-Antrieb versuchen wir das Ganze hier ein bisschen umzubauen. Also fangen wir vielleicht mal ganz einfach an. Und zwar schrauben wir das Ganze einfach mal auf. Und jetzt passt das Makita-Akku schon fast rein. Na, ist noch ein bisschen eng. Heißt, die Kabelhalterung müssen wir vielleicht ein bisschen verlegen. Bevor ich das Ganze jetzt zusammenstecke, also kurze Zusammenfassung, was ich machen musste. Ich musste den Boden irgendwie halb rausflexen. Ich musste hier an der Seite den Rand ein bisschen dünner machen, sonst würde das Akku nicht ganz passen. Den Rand dünner machen, hier das Loch aufmachen, hier den Einlass für oder den Auslass für die Pumpe etwas verlegen und dann musste ich hier diesen eigentlichen Steckanschluss von dem von dem Gardena Akku quasi komplett ummodeln. Also ohne Dremel und ohne Stechbeitel und ohne Multifunktionstool und ohne Lochbohrer wäre das Ganze nicht gegangen.
Also das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Friemelei. Und ich habe mir jetzt Plus und Minus hier markiert und ich habe mir auch hier Plus und Minus markiert. Aber es ist machbar. Und zum Schluss habe ich eben noch meinen neuen Makita Ryobi Heißklebepistole verwendet, um das Ganze hier zu fixieren. Und jetzt kann ich das Ganze eigentlich wieder zusammenbauen. Reinstecken. Das geht nämlich noch wie vorher. Das ist das Schöne. So, dann werden wir das Ganze hier unten wieder festschrauben. Denn den Adapter kann man nach wie vor wieder festschrauben. So, jetzt die Steckanschlüsse. Rot ist Plus, Weiß und Blau ist quasi Minus. Dann stecken wir das Ganze hier wieder ran, an Ground und Battery Plus. Jetzt können wir den Deckel wieder drauf machen hinten. Gut, jetzt haben wir das wieder zusammen, alles wieder zusammen und jetzt kann im Grunde, und jetzt kommt der große Moment, der Akku rein. Deckel zu und gut ist, an. Und aus. Funktioniert wie verrückt. Akku raus. Und neues Akku rein. Gut, es ist leider schon ein bisschen dunkel. Aber ich denke, dass wir das trotzdem hinkriegen sollten hier. Also rein in den Pool. Pumpe hängt. Jetzt kommt der Akkuhalter dazu. Also aufklappen. Ah, der Rand ist ein bisschen dick, wie man hier sehen kann. Dann müssen wir halt woanders aufhängen. Vielleicht hier. Ja. Gut. Und los. Hui. Das war ein bisschen sehr stark. Gut, also nochmal normaler Modus. Scheint wunderbar zu funktionieren. Gut, was haben wir heute also gelernt? Es ist möglich, eine Gardena Gartenpumpe mit Lithium-Ionen-Akku quasi umzubauen zu einer Gardena Gartenpumpe mit Makita Lithium-Ionen-Akku. Passt perfekt drin. Ist auf jeden Fall eine ganz schöne Frickelei. Was man braucht, ist halt hier so eine kleine Adapterplatte, so eine Akkuplatte, wie auch immer. Artikelnummer 6448088. Und die muss man ein bisschen umbauen. Das Ding muss man massiv umbauen. Man muss mit Heißkleber arbeiten und so weiter. Also es ist nicht zwingend notwendig, dass man diesen wunderschönen USB-Adapter auseinander nimmt, sondern es reicht eigentlich wirklich aus, diese kleine Teil zu haben. Und dann haben wir gesehen, funktioniert herrlich. Wunderbar. Gut.
Das war wieder mal ein wunderschönes Projekt. Neben den zwei Ryobi-Geräten, die ich jetzt schon versucht habe umzubauen bzw. umzustecken, und dieses interessante Gardena-Ding hier umzubauen, habe ich ja auch den, wo ist er denn eigentlich? Irgendwo da. Den Elektroroller umgebaut auf Makita-Akkus. Und so werde ich natürlich versuchen, das ein oder andere immer noch umzubauen auf Makita-Akkus, weil wenn ich die so viel da habe, warum soll man sie dann nicht nutzen? Mal abgesehen davon, hätte Makita eine Regenwasserpumpe mit Akku, dann wäre das natürlich eine ganz andere Hausnummer. Und dann müsste ich mir so eine Arbeit hier nicht machen. Aber vielleicht schaut ja wieder mal einer von Makita zu und keine Ahnung, gibt es nach Tokio weiter und meldet mal, hey, Regenwasserpumpe, Heißklebepistole, Lötkolben, ich habe da noch das ein oder andere Projekt vor, also vielleicht können Sie sich ja da mal ein Beispiel dran nehmen und die Dinger vielleicht auf den Markt bringen. Dann muss man so ein Quatsch hier nicht machen. Was, wenn euch das gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen, abonniert den Kanal, stellt mir Fragen. Aber bitte fragt mich nicht, ob ich das Ganze nochmal mache, denn das mache ich sicher nicht nochmal. Das ist eine ganz schöne Frickelei. Also einen schönen Abend.